Juhu, welcome back. Wir sind jetzt hier noch in dem Dungeon, beziehungsweise eigentlich war es kein wirklicher Dungeon. Wir sind rein, haben uns geprügelt mit einem Wächter des Mana-Kerns. Und ich habe jetzt gesehen, dass hier noch eine fette Truhe auf mich lauert. Die Ausrüstung, die geben wir uns draußen. Währenddessen kurz etwas, was ich heute gelesen habe in der News. So ein Thema, was mich immer wieder auch beschäftigt. Es stand, Speedrunner hat Divinity Original Sin 2 in 37 Minuten durchgezockt. Und im Artikel stand dann, das schafft er mitunter eben auch nur mit dem Nutzen von Exploits, was ja nicht Cheaten entspricht, etc. bla bla. Doch, tut es. Also meiner Meinung nach, und da bin ich traditionell konservativ in meinen Ansichten, und Speedrun, die mit Exploits genutzt werden, das ist kein richtiger Speedrun für mich da. Da gibt es von mir keinen Applaus. Das ist kein Neid, überhaupt nicht. Es gibt gute Speedrunner da draußen, aber einfach einen Speedrun mit Exploits nutzen. Wie schrieb es einer der User im Kommentar treffend, wirklich treffend, ein Speedrun zu absolvieren mittels Exploits entspricht so in etwa einem Marathonläufer, der abseits der Strecke Abkürzungen nutzt und dann als Sieger gefeiert wird. Genauso sehe ich das. Das ist doch keine Leistung. Also es ist eine Leistung, aber ich finde, es hat nichts mit dem ursprünglichen Speedruns an sich zu tun. Das ist, ja, keine Ahnung, das ist doch ehrenlos. Ja, wenn ich mir anschaue, da gucke ich mir lieber solche Challenges an, wie dieser eine Typ, der Cuphead durchgezockt hat, ohne einmal getroffen zu werden. Das ist eine Leistung. Oder Leute, die Dark Souls durchspielen mit Guitar Hero. Peripherie, wo er die Gitarre dann mit den Füßen bespielt und damit Dark Souls durchspielt. Das ist eine Leistung. Oder halt echte Speedruns, ohne Exploits, ohne Cheats. Nichts gegen die Aktion selbst, aber ich sag mal so, ich stell's halt gegenüber, wenn jemand einen Speedrun vom selben Spiel schafft und natürlich weit länger braucht, weil er keine Exploits nutzt, dann ist das für mich eine Leistung, so, aber Exploits zu nutzen. Exploits sind für mich erst recht wie Cheaten. Sie sind sogar schlimmer als Cheaten, denn normalerweise ein Cheat ist etwas, was die Entwickler implementiert haben, was sie nutzen können. Mittlerweile wird es ein bisschen pervertiert genutzt, Cheats. In der Definition entspricht es nicht mehr dem, was es eigentlich bedeutet. Früher waren es Cheats, was ich, wenn ihr NBA Jam TI oder sowas gezockt habt, dann Bicker Cheat oder dass sie, was ich, dann halt immer irgendwie komplett gleich on fire sind und so Geschichten. Street Fighter 2, dass hier, dass beide dieselbe Figur nehmen können, aber beide Ryu nehmen können und sowas, was ja damals nicht ging auf dem Super Nintendo. Das sind Cheats, aber Exploits nutzen, ausnutzen ist für mich Beschiss. Nicht mehr, nicht weniger. Und mittlerweile rennen alle und versuchen Aufmerksamkeit zu bekommen und das machen sie halt eben auch, indem sie dann halt eben auch solche Mittel nutzen. Und das wird ja leider auch belohnt, indem dann Artikel drüber geschrieben werden. Die Leute schauen sich das Ganze an und das animiert natürlich alle anderen, genauso ehrenlos zu handeln. Ich will nicht den Moralapostel spielen, aber hier auf Nerd Universe, wir sind hier als Vollblut-Gamer und auch mit Ehre. Wir wollen ein bisschen Ehre an den Tag legen. So ein bisschen Samurai-Ehre an den Tag legen. Und ja. Das musste ich jetzt einmal mal loswerden. Wie gesagt, ist aber nicht wertend, sondern es ist einmal meine Meinung. Schreibt mir eure Meinungen dazu in die Comments. Was haltet ihr von Speedruns, die über Exploits abgeschlossen werden? Sind das für euch echte Speedruns oder wie seht ihr das? Würde mich mal interessieren. Vielleicht kommen da Perspektiven noch zum Vorschein, die ich jetzt so noch gar nicht betrachtet habe. Aus meiner individuellen Warte heraus. So, schauen wir mal. Wir haben jetzt neues Gear. Oh ja, das nehmen wir. Betäubender Schlag fällt dann zwar weg, aber das sieht trotzdem gut aus. Oh, was haben wir denn hier? Steinmesser. Da wird einiges gesenkt. Das haben wir plus Steinzertrümmerer. Hat beim Treffer eine Chance von 10% den Feind zu zerreißen, was bei ihm für 3 Runden den erlittenen physischen Schaden um 50% steigert. 10%, dafür kriege ich mehr als 10% Angriffsstärke abgezogen, inklusive Lebenskraftabzug, Ausdauerabzug. Ja, stimmt, und Ausdauer, der Wert ist mir auch noch nicht ganz klar, das muss ich im Compendium nochmal gucken, weil ich hatte Ausdauer die ganze Zeit eigentlich verwechselt mit
Lebenspunkten. Wunderbar. Wunderbar. Okay, dann checken wir mal kurz die in der Anleitung, ob Ausdauer erläutert wird. Ausdauer. Jeder Punkt Ausdauer gewährt 5 Gesundheit. Okay, also indirekt hat das eine Auswirkung auf die HP. Also doch nicht ganz so falsch. So, jetzt setzen wir mal den vibrierenden Mana-Kern ein. Wir haben gesagt, wir machen das mal ohne Schmied. Ja, wundervoll. Und ab jetzt können wir porten. Ich gehe trotzdem mal zum Schmied. Schmied stammt ja von Schmied. Und fragen wir mal, was er davon hält, dass wir das sich selbst eingebaut haben. Ja. Ist ihm wurscht? Ist ihm egal? Gut, er weiß auch noch nichts davon. Aber könnte ihm grundsätzlich egal sein. So. Ich glaube, bevor wir uns weiter aufmachen, crafte ich noch was. Ja, das Bestiarium füllt sich. Oh, da geht aber noch was. 10 Seiten. Nice. Okay. So. Ich brauche auf jeden Fall mal eine kleine Flasche. Ich kaufe mal 2 kleine Flaschen. So allmählich ja, kommen in Trumpsche Gefilde. Was den Mammon angeht. Noch Flakon der Erneuerung. Das klingt schon mal nicht schlecht. Und Flakon der kleinen Wiederbelebung. Wie viele haben wir denn aktuell? Das sehen wir gar nicht, aber ich glaube, wir haben einige. Ich bin nicht sicher, ob das rechts davon, die 3, ob das anzeigt, das, was wir, dass wir das benötigen. Oder aber 3 davon fertigt. Ich glaube, wir basteln ja den Flakon der Wiederbelebung. Was macht der Prism? 79 Lebenskraft und 20 Mana. Ja, das nehmen wir. Da sind wir dabei. Die Erfolgschance 112%. Das ist die Frage, was macht er dann? Aber das machen wir jetzt nicht bei den beim Pot. Das machen wir mal bei der Ausrüstung. Weil ich das beim Schmied auch tun kann. So, jetzt gucken wir mal, ob wir 3 bekommen haben. Das wäre natürlich cool. Mal nur 1 ist natürlich, das wäre natürlich ein bisschen wenig. Und wir verkaufen aber erstmal auch noch ein bisschen Zeugs. Kauhandschuhe brauchen wir nicht mehr. Steinmesser lassen wir mal noch drin. Das hier können wir auch verkaufen. Die lassen wir noch drin. Ja, Prismenflakon. Aber nur, dann tatsächlich nur einen bekommen. Oh, ist ja doof. Gut, 3 Flakons der kleinen Wiederbelebung passt. Ja, ansonsten ist alles gut. So. Okay, der Weg ist frei. Wir können jetzt in das Gebiet rüberporten. In die Binsenlande. Ja, dann hoffen wir mal, dass wir nicht in die Binsen setzen. Ja, ist das schon gut. Schlacht. Let's go. So, die dürften jetzt ein bisschen stärker sein. Wir öffnen mit dem Stoß. Einfach um Kraftreserven aufzubauen. Hätte mich vielleicht ausruhen sollen, aber gut. Jetzt ist es zu spät.
sollte jetzt eigentlich direkt down gehen, oder? Neuen Schaden. Was. Faustbeben ist ganz schön mächtig. Überlegt, wir hatten im letzten oder vorletzten Video hat Garrison mit der Superkraft hat er 106 Schaden, meine ich, ausgeteilt und das hat auch gekrittet. Wobei ich nicht weiß, ob die Superkraft bei ihm da nicht immer krittet. Nichtsdestotrotz, mit einer normalen Fähigkeit. Krass. Tote Lützelots. Vorsicht. Ich registriere arkane Energien in der Umgebung. Die hat wahrscheinlich diese Lützelots hier getötet. Sie scheinen das Zelt da drüben umringt zu haben. Vielleicht braucht jemand unsere Hilfe. Los, gehen wir nachsehen. Hallo, ist da jemand? Horror Time. Besucher hier draußen. Woher kommt ihr? Meine Güte, wo sind meine Manieren? Ich bin Mercury, die Zauberin. Sei gegrüßt. Darf ich fragen, was du hier draußen tust? Ich habe im Norden auf dem Pfad der Fänge Material gesammelt. Ich hatte die Gegend freundlich an Erinnerung. Eigentlich wollte ich die Brücke im Westen benutzen, aber jemand hat sie nach meiner Überquerung zerstört und die Blinkstation, tja, die funktioniert schon seit Jahren nicht mehr. Wir konnten sie reparieren. Wirklich? Na, wenn das keine findige Gruppe ist. Hast du die Lützelots hier getötet? Sie waren neugieriger als gut für sie war. Natürlich habe ich sie mehrfach gewarnt. Sie sind extrem wild. Wie ist dir das gelungen? Ich habe auch meine Geheimnisse. Andererseits würde ich ohne euch hier festsitzen. Gestattet mir also euch für eure Freundlichkeit ein paar einfache Verzauberungen zu lernen. Besucht mich irgendwann in Harmsweg. Ich habe noch ein paar Pfeile mehr im Köcher. Yes. Hokus Pokus und Transformationen haben wir gelernt. Beziehungsweise haben wir jetzt als Buch. So, wir könnten natürlich jetzt erstmal nach Norden, aber natürlich tun wir das nicht, da unsere Materialien en masse. Und ja. Das lassen wir sie nicht entgehen. Das Zeugs holen wir uns. Denn ich habe schon vor, jetzt ist er richtig gut mit den Verzauberungen. Denn ich hatte ja vor, dann, wenn ich dann irgendwann wieder ins Dorf zurückkehre nach dieser Hauptstory und hoffentlich dann beim Schmied auch dann das Craften freigeschaltet bekomme, dann Ausrüstung zu craften. Und wenn ich dann das noch kombiniert habe mit Verzauberungen, ist es natürlich super klasse. Und fett, Werwölfe. Werwölfe. So muss das sein. Mal direkt schon was rein. Ja, ich glaube, das macht Sinn. Ich glaube, der macht Schaden, deswegen. Aber das Vorbereitungszeit ist halt ewig. Markiert für Zerreißen. Ja, sehr gut. Wäre interessant, was dann passiert, wenn wenn Gully dann spottet und die Agro auf sich zieht. Aber dann immer noch auf sie geht. So, wir müssen das mal direkt Gas Faust, weil ich glaube, es wird etwas Schaden bei uns eintreffen. So, erstmal einen Stachel, erstmal bluten. Ja, der hat nämlich einiges an HP. Ja genau, er hat hier, das hat der Lützelot auf ihn gewirkt, Beute markieren. Damit wurde quasi unfreiwillig gespottet. Er hat gespottet quasi. Das heißt, die Aggro der Gegner wird auf ihn ausgerichtet. So, ändert nichts. Wir werden das erstmal Sammelstreich noch ausführen, um die Eile zu steigern. Dauert in der Vorbereitung ein bisschen. Seht ihr dann auch an den Punkten über dem Charakter. Das aussieht ein bisschen wie Denken. Ja, wir denken in dem Sinne. Okay. Oder 9 Schaden. Oder ein Streuschuss. Streuschuss macht keinen Sinn jetzt.
packen. Wir geben ihm 109 Schaden. Direkt rein. So. Und Lauffeuer. Zack. Da waren es nur noch zwei. Ja, und auch schön, dass wir jetzt in dem Gebiet deutlich auch stärker sind. Ja, wir sollten einen stärkeren Angriff einsetzen, das ist gut. Kannst du ja nochmal Lauffeuer einsetzen? Wir müssen eh gucken, dass wir die Mana nochmal später regenerieren. Na, wobei. Ah, Lauffeuer war jetzt eigentlich doof. Ah, sehr gut. Beide down. Doppelkill. Genau, müssen wir nicht angreifen, aber wenn wir schon in der Nähe sind. Ich muss sie eh nochmal irgendwie regenerieren lassen. Ist die Frage, wenn ich mich wegporte und dann wieder hinporte, was ich aber vermutlich tun werde, ob die dann wieder auf der Karte an der Stelle respawnen. Sehr wahrscheinlich. Aber ausruhen müssen die sich definitiv nochmal. Verfehlt. Na endlich. Ich hatte das vermisst, weil ohne Verfehlen, das fehlt mir. Da ist ein bisschen die Spannung weg, gerade in so rundenbasierten Kämpfen. Wenn man nicht verfehlen kann, also nicht ausweichen können. Ist immer etwas doof. Ja, Streuschuss ist gut geeignet für... Ah, ich dachte für die mittleren. Es hat aber trotzdem nur einen der benachbarten Gegner dann entsprechend getroffen. So. Ich gucke jetzt mal, dass die Lederschwingfledermaus, die oben mehr Energie hat, blutet. Dann kann er mit Siphon kann er sich dann nochmal heilen. Oder Siphon. Ich hoffe, der geht jetzt nicht auch nochmal auf ihn. Nee, zum Glück. Die Energie wieder. Sofern er nochmal dran kommt. Per Schlag, Streuschuss. Wunderbar. Zack. Und da fällt er. Wundervoll. Da sieht man auch diese Verkettung, wie gut und auch diese Fähigkeiten gebalanced sind. Wie sie dann sich auch entfalten, wie sie dann stellenweise erst über zwei, drei Turns dann halt eben ihre Effizienz entfalten an der Stelle. Und da kann man schön taktisch arbeiten. Ich bin mal gespannt noch, was sonst noch für Fähigkeiten dazukommen. Und vor allem auch, wie es mit den anderen zwei Gruppenmitgliedern, wie das dann sein wird, was die auch für Fertigkeiten mitbringen. Und ja, ich beam mich jetzt erstmal ins Dorf zurück und ruhe mich im Gasthaus aus. Und dann komplett gestärkt dann durch die Binsenlande zu gehen. Ich habe immer noch die Frage, Runen 42 Gold, lohnt sich das wirklich? Lohnt sich das? Vermutlich lohnt sich's. Aber ich frage mich gerade, ob es sich nicht mehr lohnt, wenn ich einfach meine Heiltränke nutze.
Das gucke ich mal kurz. Ich gehe mal ganz kurz in Kuriositätenladen, gucke, was kosten Heiltränke an sich. Aber craften wir sie nicht. Da muss man zu viel rechnen mit Materialien und Co. Ja, aber es lohnt sich definitiv. 58 kostet so ein Heilungsverkauf, so ein kleiner alleine schon. Da hätte ich schon dreimal 58, das wären 174. Ja, das lohnt sich nicht. Allein schon 174 Gold, nur fürs Heilen. Wenn ich dann noch die Mana aufstocken wollte, was jetzt auch nicht ging, weil er gar keine Mana-Tränke hatte, hätte ich noch craften müssen und so weiter. Nee, das ist zu sagen. Also doch, Ruhen lohnt sich. Ja. Und es gibt ja auch immer wieder Dialoge, das nicht zu vergessen. Golly, sie schläft. So leise, sonst wächst du sie auf. Stimmt, na gut, lassen wir sie noch eine Stunde schlafen. Wir trainieren im Morgengrauen und rücken dann aus. Du verlangst zu viel von ihr. Wie bitte? Sie ist noch ein Kind, kein Soldat. Sie braucht Ruhe und Erholung. Wie viele Kinder kennst du, die einen Kanonenschuss einfach so abschütteln können? Ich weiß, du glaubst, die Handschuhe beschützen sie. Und vielleicht werden sie das auch, sobald sie sie gemeistert hat. Bis dahin bringt sie sich selbst und uns in Gefahr. Ich spüre eine zunehmende Feindseligkeit in deinem Tonfall. Du hast selbst erlebt, wie sie gejagt worden ist, schon vor unserer Ankunft hier. Du willst sie beschützen? Das kannst du nicht. Und ich auch nicht. Ich kann sie nur lernen, was ich weiß, was Aramus wusste. Ich verstehe, ihre Ausbildung ist wichtig, aber eine Stunde. Das ist halt cool, so dieser stellenweise Interessenskonflikt, die Aufgaben, die jeder der beiden für sich sieht in Bezug auf Gali. Und während Caliberto halt eben ihr persönlicher Wächter ist und um sie besorgt ist, ist Garrison natürlich auch um sie besorgt, aber aus seiner Warte des Soldaten, des Vollblutsoldaten heraus, ist es für ihn halt wichtig, sie so stark zu machen, wie er eben nur kann. Wunderbar. Auch das erinnert mich an den Wächter eben aus dem Behüter Lan aus dem Rat der Zeit, was ich schon mehrfach empfohlen habe und ich werde es immer wieder tun. Das Rat der Zeit, Fantasy-Fans, wenn ihr das Rat der Zeit noch nicht gelesen habt oder die Hörbücher noch nicht gehört habt, besorgt sie euch. Robert Jordan, das Rat der Zeit, da ist das ähnlich, da gibt es einen ähnlichen Charakter, eben der Lan, der Behüter. Erinnert mich jedes Mal dran. Perfekt. Und ja, das ist das Ende von Battle Chasers Night War und es geht natürlich weiter mit weiteren Let's Plays, die Tage, vielleicht Wochen, je nachdem, wie lange wir brauchen. Aber es geht ja gut voran und ich danke euch fürs Reinschalten. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal.